Wieso ist die Anhaftung an die persönliche Geschichte so stark, auch wenn man theoretisch ja Bescheid weiß? Oder anders gefragt, wieso ist die Illusion dermaßen real? Danke. Diese Frage erinnert mich, die habe ich irgendwann einmal ähnlich gehabt. Ich werde sie jetzt sicher ganz anders beantworten, das ist logisch. Weil ich rede ja nicht aus Wissen, sondern was halt gesagt werden möchte, in dem Fall für Wähler. Aber die Frage hat es echt erst kürzlich wo gegeben. Ich glaube sogar in einem Highlight. Wieso ist die Illusion so dermaßen real? Naja, sie ist so real, sie kann. Realer geht nicht. Das ist das, was man dann Realität nennt, wenn du diese Illusion hier meinst, also die große Illusion. Es gibt Mahamaya und die normale Maya. Ja. Mahamaya, die große Maya, die große Illusion, das ist eigentlich das hier. Das ist gleichzeitig Lila, das göttliche Spiel, Shakti, das ist das Universum, der Kosmos, das, was erscheint aus dem Nichts heraus. Und das ist letztlich schon ein Traum. Und das ist as real as it gets. Ja, seien wir froh, dass es so real ist, da können wir es richtig angreifen. Ja. Wir leben, wir sind, ja, es ist manifest, es ist Materie, es ist Energie, die sich regelrecht fest angreift. Das ist das, was wir hier haben. Und da muss man sagen, hey, danke, willst du es so haben, dass du jede Sekunde daran erinnert wirst, dass das Ganze hier ein Film ist? Das ist wie wenn du ins Kino gehst und irgendein Souffleur neben dir hast, der alle 5 Minuten sagt, ist ja nur ein Film, ist ja nur ein Film. Das ist zwar schön, diesen Beobachter zu schulen und durch diese spirituellen Prozesse zu gehen, und manche gehen so weit, dass sie das sogar Erwachen nennen, wenn man mal dann den Beobachter einschaltet und sieht, dass das ein Film ist. Aber hallo, was wäre das für ein trauriger Film, wenn wir den nicht für echt nehmen könnten? Dann wäre er schlecht designt. Ja, sind wir froh, dass er so real wirkt. Wir können es schmecken, wir können es greifen, wir können es riechen, wir können es berühren. Ja, lass dich berühren. Ja. Ich bin ein Fan, ich bin nicht dieser Rückzugs-Satsangi, ja, der sagt, alles Illusion drum, scheiß drauf. Ja. Das ist Quatsch, das ist ausgewachsener Quatsch. Das ist ein Trap, das ist Nihilismus. Ja. Das ist Flucht, letztlich nichts anderes. Hier will das Es, was du bist, das Es, das, ja, das, ja, möchte hier die Erfahrung machen, diese Erfahrung Mensch, wenn du so willst, diese Erfahrung Kosmos, diese Erfahrung, wie heißt du? Da war was mit I, nee, Wähler, diese Erfahrung Wähler. Ist nicht so, dass du Wähler die Erfahrung vom Sein machst, ja, oder von Existenz, oder, ja, sondern. Das, was ist, das eine Selbst, macht hier, dort, ja, bei dir die Erfahrung Wähler und möchte diese Erfahrung Wähler machen. Das ist so wie das Leben des Brian, hast du das Leben der Wähler. Ja. Ich sehe gerade, mein Bildschirmkabel hat ein bisschen einen Wackler, das flimmert. Das macht es immer, wenn es heiß ist. Bin gleich wieder da. Da kann ich es leider nicht so gescheit sehen, euch, also die Texte, wenn es so flimmert. Ich sehe schon, bei der Hitze brauche ich einen neuen Bildschirm bald. Das flimmert was daher. Jo. Was jetzt die kleine Maya ist, die du wahrscheinlich gemeint hast, wenn du die persönliche Geschichte meinst, wieso die so stark ist. Das theoretische Bescheidwissen kann sowieso kübeln, das bringt überhaupt nichts. Aber die persönliche Geschichte, ja, das ist alles, was du auch, was du hast. Die Anhaftung ist so lange da, solange sie da ist. Ja, wenn die weg ist, ja, ist der Anhafter weg. Ja, solange der Klebstoff da ist, solange der Anhafter da ist, wird er anhaften, an was auch immer er anhaften wird. Ja. Und wenn es Pling macht und der Anhafter ausgeschaltet ist, dann kann er auch an nichts mehr anhaften. Was du versuchst ist, obwohl der Anhafter noch da ist, also das Ich, das Ego, das kleine Ich, ja, das sich individuell fühlt, das sich persönlich fühlt, solange der da ist, ist es seine Natur anzuhaften, er kann gar nicht anders. Was jetzt passiert, der Anhafter hört so Satsang-Geschichten, ne, das ist ja alles nur persönliche Geschichte, und jetzt will der Verstand sich das zu eigen machen, das Ego sich das zu eigen machen und möchte jetzt die Anhaftung loswerden. Meistens will das Ego auch sich selbst loswerden. Ne? Wie werde ich das Ego los? Sagt das Ego. Ja? Wie werde ich den Verstand los? Sagt der Verstand. Wie bekomme ich einen stillen Verstand? Das sagt der Verstand. Ja? Ja? Die Stille sagt das nicht.
Das, was du wirklich bist, sagt das nicht. Das, was du wirklich bist, ist okay mit allem, was ist und erscheint. Wenn da Gedanken erscheinen, erscheinen Gedanken. Erscheint Anhaftung. Erscheint eine Geschichte. So what? Das ist dem Selbst sowas von egal und dem Nicht-Selbst ist es auch egal. Das ist dasselbe. Sage nur sicherheitshalber dazu. Für die, die mich nicht immer hören. Ja? Also, die persönliche Geschichte, wer will die loswerden? Die Person. Ja? Wer will die Anhaftung loswerden? Der Anhafter. Ja? Nee, so geht es nicht. Es geht nicht so, das ist kein psychologischer Prozess. Ja? Das ist keine psychologische Therapie, wie du dann besser lebst. Ja? Sondern es geht ums Klick, ums Ende, um Tod. Bist du ready for die? Das ist die Frage. Bist du bereit zu sterben? Das ist die einzige Frage. Wenn du das bist, okay, dann kann das passieren, dann geht's kling. Aber ja, dann kommen die Ängste, weil dann geht's wirklich um all diese Anhaftung. Bin ich bereit, bin ich wirklich bereit, all das loszulassen? Und da geht's nicht einfach nur das loszulassen, was ich habe. Da geht's das ganze Leben loszulassen, das ganze Sein loszulassen. Diese Bereitschaft muss da sein. Bist du bereit, nicht zu sein? Bist du bereit zu sterben? Ja, das ist echt ehrlich gemeint. Um das geht's. Das ist das, was Erwachen ist. Ja, das ist ein Verlöschen. Ja, und dann ist der Anhafter verloschen. Da stellt sich keine Frage mehr nach, ja, wie werde ich was los? Ja. Aber schöne Frage. Danke, Wähler. Namaste.